Über 3.300 Menschen haben derzeit Schmerzen, während es schneit. Wie kommt es dazu? Mehr dazu erfährst du gleich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben eine Umfrage in unseren Kanal gestellt und festgestellt, dass von 9.000 Menschen über 3.000 Menschen Schmerzen haben, jetzt wo es bei ihnen schneit vor der Tür. Ich selber habe gemerkt, oh, heute drückt es aber irgendwie wieder von oben runter und zwar ziemlich stark. Hab mir gedacht, okay, lass uns doch mal fragen, ob es noch andere Menschen so geht. Und tatsächlich von 9.000, derzeit die Umfrage läuft noch, von 9.500 Menschen haben über 3.000 Menschen gerade Schmerzen, irgendeine Art. Wir haben differenziert in Kopfschmerzen und Kopfdruck und sonstige Schmerzen. Natürlich äußert sich das manchmal auch in Gliederschmerzen oder in Verdauungsschmerzen oder in irgendeiner Form, also Nervenbeschwerden, irgendwas in Richtung Schmerzen. Ja? Und von der Umfrage, da haben 33% gesagt, nein, es schneit nicht. Und diese Menschen, die kann man schon mal rausnehmen, weil darum geht es ja auch nicht. Ne? Deswegen gab es diese Antwort. Das heißt, die restlichen Prozente werden sich geteilt von Menschen, die sagen, es schneit zwar, aber es ist alles in Ordnung, also keine Schmerzen. Und die anderen beiden sagen, ich habe Kopfschmerzen, Kopfdruck beziehungsweise sonstige Schmerzen. Und wenn man die Menschen, die bei denen es nicht schneit, rausnimmt aus der Umfrage, dann bleiben immer noch 3.300 Menschen übrig, die gerade Schmerzen haben, während es bei ihnen schneit. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das zusammenhängen? Dazu schauen wir uns mal ganz kurz die Satellitenaufnahme an hier auf windy.com und wir sehen, dass im gesamten deutschsprachigen Raum, Tschechien, auch Polen ist komplett zu mit diese, das ist diese gelbe Schicht, die ihr seht. Und das ist die niedrig fliegende Wolkendecke, die mit Frequenzen, mit Skalarinterferometrie, also mit Frequenztechnologie, an Ort und Stelle gehalten wird. Ja? Das heißt, wir hatten das schon ganz oft im Kanal gesehen, dass hier eine technisch erzeugte Wolkendecke gesetzt wird, um darunter die Temperaturen abzusenken und das Wetter so zu gestalten, wie das Geoengineering, also das Klimaengineering es gerne hätte. Und unsere Theorie, warum jetzt gerade so viele Menschen, bei denen es schneit vor der Tür, Kopfschmerzen verspüren oder irgendeine Form von Schmerzen und Druck, ist folgende. Wir sehen diese Schicht, dass sie sehr, sehr statisch ist. Wenn wir genauer hingehen, dann kann man auch sehen, dass hier Frequenzmuster zu sehen sind. Das heißt, hier wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Hintergrund mit großen Radaranlagen gearbeitet, die durchaus auch aus dem Weltraum kommen können, also Satellitensysteme. Dazu zeigen wir kurz das Patent. Da steht's, ne? Dass hier Einfluss genommen werden kann aus dem Weltall auf das Wetter. Nicht nur Satellitenbilder machen von der Erde, sondern auch wirklich gezielt Einfluss nehmen, die Atmosphäre verändern. Damit natürlich, wir hatten jetzt über die Feiertage, hatten wir Mitte Dezember bis Mitte Januar, hatten wir es ziemlich warm, unnatürlich warm, würde ich behaupten. Viele Menschen haben ihren Urlaub gebucht, haben 1.000 € ausgegeben, um in den Skiurlaub zu fahren und so weiter oder einfach nur ja, ihre Urlaubszeit zu genießen, über die Feiertage und über den Winter speziell. Aber dieser wurde ihnen vermasselt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es nochmal richtig warm wurde. Dabei hat es eigentlich schon Anfang Dezember geschneit. Und da hatten wir auch eine Umfrage reingestellt und bei vielen Menschen ist der Schnee wieder abgetaut. Ne? Und das sind diese unnatürlichen Zyklen, die hier im Hintergrund aufgebaut werden durch Geoengineering, weil diese Infrastruktur ist mittlerweile durch diese Technologie im Hintergrund durchaus in der Lage, die Jetstreams so zu verändern, dass hier wirklich im Winter gedreht werden kann, dass es bis zu 12 Grad warm wird. Das hatten wir in Österreich in den Bergen, wo es eigentlich schon wirklich viel Schnee lag, hatten wir plötzlich um Silvester rum, hatten wir 12 Grad, ne? Mitten im Winter. Und jetzt kommt das ganze Gegenteil. Jetzt sind die Urlaubstage rum. Alle Menschen sind wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht von ihrem Urlaub, weil sie natürlich auch sehr viel Geld ausgegeben haben, um einen Winterurlaub zu machen. Und jetzt sind sie wieder beim Arbeiten, Mitte Januar, jeder ist wieder am Arbeiten und jetzt kommt dieser verzögerte Wintereinbruch. Ne? Das heißt, es wurde kurz angetestet. Dann wurde gesagt, ah cool, das wird ja ein interessanter Winter. Dann kam wieder dieses Hoch, also diese Warmtemperaturen. Und jetzt wird natürlich immer gesagt, dass es der Klimawandel ist. Und ja, ich würde auch sagen, dass es der Klimawandel ist. Allerdings ist die Frage, wodurch wird dieser Klimawandel erzeugt? Wer erzeugt diesen Klimawandel? Ja? Im Hintergrund gibt es nämlich definitiv Technologien und zuhauf Patente. Einfach mal auf die wetteralle.de der Patente-Seite gehen. Und dann werdet ihr sehen, dass da extrem viel Interesse daran herrscht, das Wetter zu manipulieren. Ja? Die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen das schon. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Das heißt, dieser künstliche Wintereinbruch, dieser verzögerte Wintereinbruch jetzt hier Mitte Januar, der wurde unserer Meinung nach bewusst gesetzt. Und jetzt herrscht ein hohes Interesse daran, dass es auch wirklich erstmal so bleibt, dass wirklich auch sehr viel Schnee kommt, dass es sehr lang und sehr kalt wird die ganze Zeit, nachdem wir jetzt diesen fast schon sommerlichen, die Weihnachtstage hatten. Und damit das so bleibt, damit der Schnee nicht wegschmilzt, damit es einfach diese Agenda umgesetzt werden kann,
wird der Himmel zugemacht. Da werden Flugzeuge rausgeschickt, plus natürlich auch die zivile Industrie, die wird mitbenutzt, um über die Chemtrails, über das Aerosol-Spraying-Programm die Atmosphäre zu sättigen mit den Teilchen, damit die dann mit den Radaren gezündet werden können und damit die Wolkendecke geschlossen gehalten wird. Ja? Und das sorgt dann dafür, das sieht man auch hier, die Frequenzen, und das sorgt dann dafür, dass, dass das Wetter unterhalb dieser Frequenzwolkendecke, dieser künstlich festgehaltenen Wolkendecke, so bleibt, wie sie es gerne hätten. Ja? Damit hier auch wirklich die kalte Thermik, die vom Norden reinkommt, im Moment ist es Nordost, da kann man auf windy.com einfach die Windkarte anmachen und dann sieht man, dass auch aus Nordost hier jetzt gerade die Thermik reinzieht. Und das dann gepaart mit Feuchtigkeit, da wird ja auch einiges gemacht, kann man ganz gut sehen bei Italien, da ist ein linksgrünes Tiefdruckgebiet auf dem Mittelmeer, was hier mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bewusst hingesetzt wird. Und diese Kombination aus Feuchtigkeit, die bewusst verdampft wird, eine Technologie dazu gibt, und der entsprechenden Jetstream-Thermik, so dass die kalte Luft von Norden reingezogen wird, das erzeugt dann halt Schnee. Ja? Und wie wir auch sehen, wird diese Wolkendecke wirklich festgehalten. Das ist diese gelbe Schicht, damit es eben darunter dann auch wirklich dieser Schnee auch liegen bleibt. Ja, ansonsten wird er auch relativ schnell schmelzen und so weiter. Und diese Frequenzen, die da benutzt werden, um diese Wolkendecke geschlossen zu halten, das ist das, was wir hier unten merken. Ja, weil hier wird mit hoher Leistung auf die Atmosphäre gedrückt, um ihre Agenda umzusetzen. Und das Leben darunter spürt es natürlich, weil das sind Frequenzen, unnatürliche Frequenzen, die einen unnatürlichen Druck ausüben. Und jeder hat andere Feinfühligkeiten. Bei dem einen schlägt sich das in Gliederschmerzen nieder, der nächste hat Kopfschmerzen, wiederum jemand hat Nacken, Starre, vielleicht auch einfach nur Müdigkeit, einfach nur so niedergeschlagen, oh, ich weiß heute nicht, was ich machen möchte, irgendwie bin ich gerade so schläfrig. Das sind alles Sachen. Das konnte man heute sehr gut beobachten. Vielleicht bist du darauf, siehst du das genauso. Heute früh war es normal noch, als man wach geworden ist. So, ich bin heute früh so um 8 aufgestanden. Und dann ab 9 Uhr habe ich gemerkt, oh, jetzt kommt aber irgendwas. Das hat sich so eingeschlichen. Da wurden die Anlagen hochgedreht, weil natürlich die Sonne immer mehr zunimmt. Und die Sonne boxt sich ja in Anführungszeichen durch die Wolkendecke durch und versucht natürlich hier, bringt natürlich auch Wärme rein. Und damit über den Tag die Wolkendecke auch geschlossen gehalten wird, werden diese Frequenzanlagen bewusst nochmal hochgedreht über den Tag. Und das fing heute so um 9 an, dann wird es immer mehr bis um 10 und ab 12 war es dann relativ doll schon, bis jetzt immer noch anhaltend. Und meistens, nicht immer, wird dann abends so ab 8, 9 wieder runtergefahren. Ja? Und dann hast du nämlich meistens diesen sternklaren Himmel dann plötzlich. Weil es nur wichtig ist, aus deren Sicht ist es nur wichtig, dass tagsüber die Sonne nicht rauskommt, dass es zugehalten wird, damit ihre Winteragenda, die jetzt geplant ist, auch umgesetzt werden kann und nicht durch den natürlichen Zyklus der Sonne und dass die Feuchtigkeit verdunstet und so weiter und so fort, hier auch wirklich einfach natürliches Wetter herrscht. Ja? Das ist so dieses große Geheimnis, wie wir uns das erklären. Welcher Strahlenbereich jetzt bei mir individuell am höchsten ist, das ist tatsächlich Gammastrahlung. Wir haben intrazelluläre Messungen gemacht vor kurzem, also heute. Und da kam jetzt in meinem spezifischen Fall die Gammastrahlung am höchsten raus. Jetzt frag mich bitte nicht, woher diese Gammastrahlung kommt, weil Gammastrahlung ist nichts Cooles. Gepaart allerdings mit ELF-Wellen. Das heißt, ELF sind ja Extremely Low Frequencies, also sehr niedrig frequente Wellen, ne? Nierfrequenzwellen. Und ELF und EELF, also Extremely, Extremely Low Frequencies, ist gerne das, was von der Wettermanipulation benutzt wird, um mit diesen niedrigen Frequenzen Einfluss auf das Wetter der Atmosphäre zu nehmen. Und wenn die ELF, die ELF-Belastung, der Stress von ELF-Wellen auf die Zellen sehr hoch ist, dann liegt es heutzutage sehr, sehr wahrscheinlich daran, dass hier viel gemacht wird. Und das sieht man auch auf den Satellitenaufnahmen, dass hier in dem Bereich sehr stark gearbeitet wird. Ja? Ein weiterer Bereich ist der 7000 bis 10.000 Hertz-Bereich, also 7 Kilohertz bis 10 Kilohertz, der ist auch ziemlich stark erhöht, und Röntgenstrahlen. Ja? Jetzt ist wirklich die Frage, und da gehe ich auch wirklich, möchte ich wirklich gerne mal ein paar Menschen haben, Physiker zum Beispiel, die auf Frequenzen spezialisiert sind. Wie kann das sein, dass hier ein hoher Ausschlag bei einer intrazellulären Messung, ein hoher Ausschlag an Gammastrahlung zu messen ist, an ELF und an manchmal auch Alpha-Beta-Strahlung, und an Röntgenstrahlung. Wo kommt das her? Da bräuchten wir wirklich mal ein paar Experten, die hier nach vorne kommen und wirklich sich mit dem Thema auskennen, wirklich im Detail und hier mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Weil, wie gesagt, 3.300 Menschen haben gerade Kopfschmerzen, während es schneit. Einfach nur schneit. Man sollte denken, es ist schön, es schneit. Aber wenn das natürlich mit Schmerzen verbunden ist, weil das künstlicher Schnee ist, weil es
weil hier am Wetter gedreht wird, mit sehr viel Druck und Energie und Leistung, und sich das stressend auf die Organismen in der Biosphäre auswirkt, dann ist das meiner Ansicht nach ein ziemlich großes Ding. Ja? Genau, das soll es auch mal gewesen sein. Das steckt sehr wahrscheinlich dahinter. Diese Schmerzen hängen mit der Wettermanipulation sehr wahrscheinlich zusammen, dass hier der Himmel geschlossen gehalten wird mit den Frequenzen, was wir einmal in der Messung gesehen haben und einmal hier auf den Satellitenaufnahmen auch ganz gut sehen können. Einfach diese Frequenzen, ne? Dieser Druck dahinter. Das ist das, was dann bei uns aufs Gemüt schlägt, auf die Müdigkeit, Antriebslosigkeit, die Laune natürlich auch, ein bisschen auch wirklich Schmerzen in dem Moment. Trotzdem positive Dinge bleiben und wir sehen uns bald. Ciao, ciao.